Ja, aber man sieht jetzt, es geht hier im Reißverschlussverfahren. So wie das ja eigentlich auch sein soll. Aber manchmal knallt man dann auch gerne mal mit Autos zusammen. So, aber alles ist noch im grünen Bereich. Nur jetzt mit der Landstraße sehe ich natürlich wieder schwarz. Vor allem, wir müssen irgendwo einen Rastplatz finden. Eine gute Stunde noch. Die Karte mal wieder gucken. So, also wir fahren jetzt hier diese Landstraße. Und hier geht es dann ab da wahrscheinlich wieder auf die Autobahn. Ist das überhaupt eine Autobahn? Doch, müsste sein. Schon. So. Keiner gesehen, das hat keiner. Ah, Gott, es hat keiner von euch gesehen, ja. Also. Gottes Namen, nee, das war ja eine Baustelle. Also, da haben wir A. Megamäßig Glück gehabt und B hat zweitens. Und zweitens, besser gesagt, das hat keiner gesehen von euch. Gottes Namen. Was ist heute schon mit mir los? So, da können wir noch die nächste Rastprobe nehmen, denke ich mal. Ja, genau, hier am besten, genau. Jetzt nur die Frage, warum hier. Achso, okay, halten wir einfach mal so mit, ja, so mitten auf diesem Gelände halten wir einfach mal an. Ja, weil wir können es halt, ne? So. Ja, 2 Uhr nachts, damit sind wir wieder einsatzbereit am Sonntag. Es geht weiter, wo geht's raus? Hier geht's raus. Boah, ja, die sind überfahren worden, aber das ist ja wie gesagt nur eine Animation. Das waren keine echten Radfahrer. Das ist ja genauso wie mit den Rehen und allen Pipapo drumheran. So. Ja, in genau einem Tag müssen wir da sein. Wir sind in 12 Stunden da. Wir müssen allerdings noch ein bisschen gut fahren. Ja. Bin ich hier komplett durch den Wind oder. Also jetzt wäre ich aber wahnsinnig hier. So, also. Genau, wir müssen 1,5 Stunden. Also, ich krieg gleich ein. Wie viel war denn überhaupt erlaubt? Wir sind 70 irgendwas gefahren. Das kann doch nie im Leben so langsam. Zu schnell gewesen sein. So. Verweise ich das jetzt hier erstmal hole. So, weil von vorne kommt ja nichts, ist ja kein Licht zu sehen.
Aber eben diese rote Ampel, ich habe die echt nicht gesehen. Das ist jetzt keine Ausrede, ich habe keine Ampel gesehen gehabt. Was lag auch daran, weil ich jetzt die Zeit bemessen habe, wie viel wir aufholen müssen. Deswegen habe ich wahrscheinlich da nicht so wirklich drauf geachtet. So, da vorne. Ach du, ich muss ein bisschen nehmen. So, wir müssen da rein. Genau, hier geht es jetzt hoch. Genau, und hier ist dann die Autobahn, wo wir jetzt weiterfahren können. Und wo wir natürlich jetzt erstmal 1,5 Stunden aufholen müssen. Damit wir hier rechtzeitig ankommen. Dann um 14 Uhr ankommen. Also Vollgas. Go! So. Tanken müssen wir auch dann bald mal. Wir können wahrscheinlich den nächsten Auftrag dann machen. Je nachdem, wo wir die dann liefern. Ja, und im Tunnel heißt es natürlich wie immer überholen. Was auch sonst. Allerdings sollte man auch dringend auf die Bremse treten. Sonst würde es ein böses Tunnelopfer geben. So, hier können wir uns in die Kurve lehnen. Das klappt. Sehr gut. Wieder in die Kurve lehnen. Weil, ja, der Vorteil ist, wir haben, wie gesagt, nur 8 Tonnen hinten dran. Das heißt, da geht es ja. Hätten wir jetzt 20 Tonnen oder irgendwas, wären wir schon längst rausgeflogen. Deswegen. Also das ist eben der Vorteil, dass die Physik hier zum Glück richtig funktioniert. Obwohl wir wären im Echtleben schon längst umgekehrt. Also wir wären schon tot bei meinen Fahrkünsten hier. Deswegen, also macht euch keine Sorge, ich werde nie einen LKW-Führerschein machen. Ist auch, glaube ich, besser so. Gott, nee, was mache ich denn jetzt hier für eine Fahrerei hin? Als ob man mir gerade mein Drogenpflaster, meine Drogen gerade mir eingeführt habe. Ja, aber es wird ja gleich hell, es wird ja auch allgemein. Momentan ist ja schon so. So um 6 Uhr ist es eigentlich schon relativ hell. Mittlerweile, wenn ich ganz früh morgens raus muss. So, und da ist schon ziemlich hell, schon so ab 6 Uhr. So, jetzt ist genau noch 10 Stunden. Kurzer Vergleich. Ja, wir haben sogar schon eine Stunde gut gefahren. Ne, wir müssen noch eine Stunde gut fahren, so rum. Wenn dann noch 9 Stunden Stand gefahren wird, das heißt, wir müssen noch 1 Stunde gut fahren. Aber das soll.
sollte ja möglich sein. Perugia fahren wir jetzt dran vorbei. Es geht geradeaus Richtung Napoli und Rom. Oh, hier ist keine. Das darf nicht wahr sein. War denn hier schon wieder ein Blitzding? Ich war eben gerade schon verunsichert, warum da keine Markierungen waren, also keine fahrbaren Markierungen. Und jetzt weiß ich auch warum. Die Leute verwirren, damit sie geblitzt werden. Sie hatten wirklich nur zwei Mautstellen, das wundert mich. So ein bisschen, das hier ist einfach ein Rasthof. Ohne Tankstelle, wohlgemerkt. Also hier müssen wir aber wirklich dringend abbremsen, weil das sieht sehr gefährlich aus hier. Das ist richtig Steinwände hier. Na gut, im Tunnel geht es ja meistens. Sehen ja eigentlich auch sehr schön aus hier. Hier, wo waren hier ein Blitzer? Also jetzt macht er aber wirklich mal halblang hier. Werden hier schon unsichtbare Blitzer versteckt oder was? Verflucht doch mal. Da werden wir auch noch abgebremst. Das ist natürlich besonders gut. Immer. Ja, wir sind auf jeden Fall schon fast just in time. Schlafmüdigkeit wieder betrifft. So, hier ist eine Mautstelle mal. Einmal neues Ticket gezogen und es kann weitergehen. Wie gesagt, fast just in time. Ein paar Minuten müssen